Hast du jetzt so die Flaschen offen? Warte, das ist einfach ein bisschen abgewetzt. Der Guinness-Flaschenöffner ist schon offen. Schau jetzt. Ist das wir nehmen Alkohol, ohne Alkohol, Rimus, Party, natürlicher Edeltraubenmus. Edeltraubensaft, mussierend. Ist das mussierend? Ich habe gar nicht gewusst, dass es das Wort gibt. Ist nicht Blasphemie pur, wenn man mit einem Guinness also der Flaschenöffner, eine Rimus-Flaschen auf. Ja, stimmt. Das hat wie Streiken. Eigentlich sollte das nicht funktionieren, aber es hat einwandfrei geklappt. Mussierend, das Adjektiv habe ich auch geknickt. Also tu doch du mal heute schnell ein bisschen einschenken. Und dann hast du da wunderbar Mandarinli offeriert und Schöckeli. Ja, es soll ja ein bisschen Weihnachtsfolge sein. Es ist die letzte im Jahr 2023 von uns. Ja, aber wirklich nicht, dass die jetzt denken, wir dürfen Alkohol trinken. So, Röschel, schau da. Es ist ja ein Gläschen. Okay, schwierig über den... Ja, aber es ist also, look, so, ich fahre darum jetzt mal langsam an. Ist das okay für dich? Ja, Sonte. Unbedingt. Jetzt muss ich mich noch einen Schluck nehmen. Nicht über das Podcast-Pult. Ja, nein, ich habe es ganz auf die Seite da, wo nichts passieren kann. Also. Simon Moser sein Wichtelgeschenk. Das wäre jetzt höchstens... Ja gut, also. Ich bin ready, du. Let's go. Sie setzen an. Zu Blutgrätsche und Bodycheck. Sporttalk ungefiltert. Mit Luzi Fricker und Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster. Es ist die Weihnachtsausgabe 2023. Zum letzten Mal in diesem Jahr geben wir unseren Senf noch zu den Sportgeschehnissen dazu. Dazu gibt es eben viel Mandarin. Also ein kleines Geschmatz wird es wahrscheinlich einfach. Ja, aber geben. Bei Senf, wir müssen uns schon entschuldigen, bei allen FC St. Gallen-Fans, Senf ist absolut tabu eigentlich. Ja, okay, darum. Gut. Ja, wir sind auf jeden Fall noch dabei. Wir schauen noch heute schnell einmal auf die Skipisten von der Welt, darf man schon so sagen. Grosses Jubelgeschrei von Marco Odermatt. Dazu die traurigen Nachrichten aus dem Eishockey-Stadion oder aus dem Schweizer Eishockey-Stadion und Super League, natürlich auch der noch eine Tabula Rasa. Wer hat die erste Jahreshälfte oder die erste Hälfte von dieser Saison besser vorausgesagt? Antwort ihr! Ersatzbankgeflüster. Und jetzt ab ins Stadion. Luzi, nur heute schnell, gell? Ich habe extra jetzt so ein kleines ein kulinarisches, wie sagt man das, so ein Kacheli oder so, auf Berndeutsch. Ein Kacheli reden. Sagen halt. Mit ein bisschen Nüssli, mit ein bisschen Mandarin. Eben nicht Mandarin, sondern Clementine. Also die sind sehr, wo hast du die? Die sind unglaublich süß. Sonst sind sie meistens so mit Kernen behaftet. Und Detailhändler den Geschmack meines Vertrauens. Und die gleiche Farbe wie das Mandarin selber. Ja. Machen wir das, haben wir schon wieder Gratis-Werbung gemacht. Nein. Es sind mehrere Detailhändler mit Orange Logo. Aha. Stimmt, logisch. Aber bei dir in Nähe ist, glaube ich, Ender. Also bei mir im beim Podcast-Studio in Nähe. Wir verraten jetzt nicht, welche. Nein. Auf jeden Fall auch noch ein bisschen Schöckeli dazu. Aber eben, zu sagen, jetzt habe ich eben Clementinen gekauft, oder? Und nicht Mandarinen. Und weißt du, was der Unterschied soll sein? Kerne, glaube ich, oder? Clementinen haben keine Kerne. Das ist der Punkt. Nicht gegen und Bruno-Kerne. Und auf was habe ich jetzt gerade gebissen? In einer Clementine? Auf einer Kerne? Hey, skandalös. Auf einen Kern? Geht ein Reklamationsschreiben, dann gibt es dir vielleicht irgendein Kilo gratis Mandarindli. Also, dem gehe ich nachher. Das ist für mich kein Weihnachten mehr. Wenn Clementine jetzt schon Kerne haben. Du, ich bin richtig angespannt. Ich bin wirklich... Wegen dieser Tabelle, die ich ausgerechnet habe, sozusagen der Super League-Differenz. Ich musste nämlich ewig zusammenhören, irgendwie bei einer Folge im Juli, wenn wir beide Tabellen tippen. Und jetzt habe ich die nochmal aufgeschrieben. Differenzpunkt, also ich kann es vorwegnehmen. FCB haben wir beide auf Rang 2, gibt Differenz 9, weil sie ja auf Rang 11 sind. Dann lasse ich dir das alles noch schnell erklären. Dann müssen wir dann heute schnell ein bisschen Luft geben, dass wir ist der Rückblick natürlich, Punkt auf Super League, Punkt auf Fußball allgemein schnell können machen. Nein, aber ich meine, ich bin wirklich durch. Ich kann nicht warten, bis das 2023 endlich vorbei ist. In den Büchern ist, sozusagen. Aber es war ja positiv gewesen, oder?
Ja, aber es ist auch gleich. Es ist viel Arbeiten gewesen. Es ist viel Einsatz gewesen. Ja, du hast viel Frühdienste gehabt. Trotzdem keine Augenringe. Wir haben Nachtdienste geschoben. Wir haben mit einem Podcast zwischen einfach durch die Nacht hindurch. Es waren lange Tage gewesen. Ich will mich nicht beklagen, aber ich sage einfach. Ich glaube, wenn du so die Endjahresmüdigkeit spürst du die nicht? Doch, schon langsam. Ich habe wie eine Frühlingsmüdigkeit vorzogen. Also, du, hä? Wie lange ist das jetzt gegangen, die letzten 10 Folgen oder so? Wirklich alle 2 Minuten? Ja, da hatte ich die ganze Frühlingsdienst gehabt. Jetzt ist es ja, ein bisschen besser. Eben. Okay. Genau, wir merken es selber schon. Gut. Also, ich spüre nur auf. Du, aber eben, wie gesagt, wir bereiten uns auf die Festtage vor. Das machen wir ein bisschen festlich hier im Studio, schön dekoriert. Der Luzi hat sogar noch Maroni gemacht. Genau, mal. Und das wichtige Geschenk für euch, ich kann es ja verraten, ich hoffe, der lässt unseren Podcast mit der Simon Moser. Ja. Energy Me Morgen, holen wir schon noch schnell. Vielleicht wissen nicht alle, wer der Simon Moser ist. Energy Me Morgen, Moderator, der mir jetzt dreimal hintereinander hat gewichtelt und jedes Mal... Ja, hat er es irgendwie verludert oder vergessen, hat gesagt, es gäbe ja noch ein Nachtzehnt, hat er eingelöst, aber die Italienreise, das Fußballreisli, und er hat gesagt, in die Inter oder Milan schauen, das ist bis heute noch offen. Darum habe ich kein schlechtes Gewissen, also, dass ich auf den letzten Zacken im Wichtel. Also teamintern haben wir doch eine Gehaltsobergrenze, aber das wäre schon wieder feste Transfermarkt-Sportgeschichte. Nicht eine Gehaltsobergrenze, aber wie sagt man, eine Betragsobergrenze von, glaube ich, 25 Franken. Da bin ich gespannt, der Monsieur Moser, die 25 Franken einhalten, wenn er die auf Italien an eine Serie A-Match einlässt. Und ob er es noch einlöst, überhaupt? Ja, das ist das andere. Warte, jetzt sind wir dieses Mal, es ist ganz etwas Doofes, aber ich hatte unglaublich Freude gehabt. Es ist ein Papagei. Also, wo du jetzt eben wichtig bist. Ja, es ist ein Plüsch-Papagei, den man anreden kann. Dann hat er ihm nachher zum Beispiel, Achtung, Hopp, St. Gallen! Beispiel, Achtung, Hopp, St. Gallen! Geil. Ist das auch noch in diesen 25 Franken drin gewesen? 27 Franken. 27 Franken. Er plappert dem einfach alles nachher. Gut, das ist okay. Aber bitte. Es kann auf den Wecker gehen, ja, mit der ganz Zeit. Lief, darum stellen wir nichts ab. Aber es kann auf den Wecker gehen, mit der Zeit. Darum stellen wir nichts ab. So, jetzt weg, fort, weg. Hast du jetzt ausgeschaltet? Voilà. Gut. Ja, komm, wenn wir den Schwenk gerade machen, richtig Sport. Richtig ändern auf einen Kaltbelag. Und zwar, das ist etwas, was dich ganz besonders wird freuen. Heute hat Glückspost nämlich rausgegeben die schönsten Schweizerinnen und Schweizer. Und wer ist auf Platz 3 bei den Schweizerinnen? Lara Gutberami, du willst mich nicht provozieren, aber du weißt ja, dass ich nicht uneingeschränkter Fan bin. Darum hast du jetzt das auch müssen irgendwer. Das hätte schon schnell müssen kommen, oder? Lara Gutberami, übrigens der Vollständigkeit halber, auf Platz 1 ist Fabienne Gier, vom SRF-Moderatorin, auf Platz 2 Beatrice Segli, Schlagersänger. Das ist, glaube ich, ein Durbrenner, oder? Ist die nicht immer in den Top 10? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber eben, Lara Gutberami. So, eben, und ich meine, hat ja bis jetzt eine fantastische Saison. Ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Anker im Schweizer Team, vor allem wenn es um Technik geht, oder wie der technische, also technische Disziplin, Riesenslalom. Riesenslalom. Nein, ich sage von Frauen. Hoppla. Ah, das ist jetzt das Schweizer Team, da tue ich die Männer natürlich auch noch dazu zählen, aber du hast schon recht, bei den Frauen sind fast allein auf weiter Flur. Ja. Papi, ja. Flur, gibt es auch ein Wortspiel, allein auf weiter Flur. Fluri. Fluri, ja. Du musst es eben widerlegen. Ich habe immer gedacht, es sei Eintagsfliegen. Es sind jetzt auch genervt ab denen, die das sagen. Und jetzt prompt ohne Wind, ohne Startnummernvorteil, wirklich ein souveräner Sieg letzte Woche. Ja, in der Speed-Disziplin, eben auch noch Joanna Helen. Genau, sogar Doppelsieg. Das, jetzt, ja, das ist der erste in dieser Saison bis jetzt, oder? In dieser 24er-Saison. Aber natürlich, Chapeau, wir ziehen den Hut, aber vor allem einfach auch vom Dominator. Er hat einfach dort angefangen, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Der Odi, der Marco, Odermatt, fantastisch. In Alta Badia. Was ist innerhalb von 24 Stunden zwei Riesen, Slalom, genau, Salon. Der erste relativ eng, aber der zweite wieder unglaublich. Und hast du geachtet, wie er dann gejubelt hat? Gell, du hast es gerade aufgenommen, du hast schon dreimal in deiner Downtown, ich kann es nicht mehr sagen, Down, wie schaffst du das selber? Radiosendung. Wie schaffst du das selber, reibungslos zu sagen, Downtown? Genau. Fast ein bisschen ein Schnabelwärtsspruch. Voilà. Wie er da gejubelt hat, das SRF hat es, man hat es nur so im Hintergrund gehört, dass er extra noch ein bisschen Leute machen müssen. Ja!
Noch so ein schöner Juchzerring dran. Schön habe ich ihn noch gefunden. Hast du das Interview mit ihm geschaut? Nein, ich war dann irgendwie unterwegs und so halb auf dem Handy nur die Fahrt, die Souveräne habe ich gesehen. Und eben nachher gehört, wie du sein Jubelschrei abfeierst. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Jetzt weiss ich es nicht mehr auswendig, aber manchmal, als er jetzt en suite auf dem Podest gelandet ist, also er hat jeder, sechs Riesenslalom Siege, nicht Podest, sechs Riesenslalom Siege hintereinander, damit der Marcel Hirscher überhaupt nur noch Ingemar Stenmark. Mit wie viel? 14 Siege. Okay, es gut, braucht da so noch 8 und er hat er im schwedischen Dominator seine Bilanz egalisiert. Ja, aber auch sonst einfach mit Rennen, wo er dann eben auf dem Podest gelandet ist, en suite. Eigentlich jedes Mal, wenn er ein Rennen fährt, und es ist ja unglaublich die Konstanz, dass er einfach runterkommt. Mhm. Weißt? Ich meine, er hat es jetzt wieder gesehen in Alta Badia. Im oberen Streckenteil. Also es ist nicht... Also klinisch super ist er dann nicht gefahren. Ja, jetzt unten jedes Mal holt er eine Sekunde raus. Das ist wahnsinnig, aber oben hat sie zum Teil schon hin und her geschlagen. Gut, das hat er dann noch gesagt, das nehme ich alles in den Kopf. Aber dass er dann wirklich so durchziehen kann und wirklich ins Ziel fährt, dementsprechend eben, ist natürlich dann auch die Frage gewesen, ja, hey, Marco Odermatt, also unschlagbar, oder? Seine Antwort? Nein, das unschlagbar fühlen ist ein komisches Wort. Ich glaube, das kann jeder Athlet bezeichnen. Ja, es fängt immer bei Null an, ja, und es kann in jedem Rennen so viel passieren, ob mal ein Fehler, das Material, irgendetwas passt nicht und dann ist man nicht in der Lage, um einen Sieg mitzufahren. Aber es passt sehr viel natürlich zusammen, ja. Aber er ist schon bodenständig. Sehr viel, ja, passt alles zusammen, ja, er ist im Boden geblieben. Odi, wenn du das hörst, mit dir wollte ich mal noch Abregie machen. Ja, aber der hat ja einen Faustdick hinter den Ohren. Absolut, mit dem könnt ihr schön Abregie machen. Und es ist doch so, jeder zweite Vater da aussen sagt zu seinem Sohn oder zu seiner Tochter irgendeinmal im Leben, wer kann saufen, kann er auch arbeiten. Mhm. Ich glaube, kein anderer setzt das besser um als der Marco Odermatt. Seit Jahren. Ja, wirklich bodenständiger Arbeiter. Und ich bin jetzt gespannt, wie viel... Mit der Gavietzl selber im Après-Ski und dann am nächsten Tag auf der Piste. Ja, in den 80er Jahren hat es recht viele Pirmins gegeben. Also Eltern, die ihren Sohn in Pirmin tauft, nimmt jetzt Wunder, ob es eine Renaissance von Marco, wobei ich weiß gar nicht, auf welchem Platz in der Namensliste, in der Vornamensparade Marco ist. Aber ich könnte mir vorstellen, jetzt mit diesen Serien-Siegen. Jetzt sind doch auch so die homöopathischen Lukas und Zeug und Geschichten auf Plätze 1 bis 3. Irgendwie auch so Settings, glaube ich. Ja. Und Marco ist für mich so wie Peter und Zeug und Geschichten, das ist alles hinterher. Neutral. Also wenn ich mal weniger Vater würde, würde ich nicht wegen Marco oder Matt, sondern wegen wem noch Marco taufen? Schellibom. Mann, du hast es. Ja. Nee, aber stell dir mal vor, weißt du, ich meine, da müssen dann andere... Weißt du, was so geil wäre, wenn dann so andere erfolgreich wären, so Skifahrer. Und dann plötzlich Ambrosi Hoffmann. Jetzt fahrt zwar nicht mehr, aber X Ambrosi, er war leider nie ganz so erfolgreich gewesen. Ja. Oder. Was gibt es noch für lustige... River Radamus. River. Eigentlich der schönste Name im Ganzen, nicht nur Skizirkus, in der ganzen Sportwelt. River Radamus. Traumhaft. Ja. Oder der Chachun Gidon. Das war ja Langläufer. Oder ehemalige schwedische Skifahrer. Frida Hansdotter. Oder was wolltest du raus? Pernilla Wiberg. Pernilla ist natürlich auch schön, ja. Pernilla. Stell dir vor, Trendname 2024. Pernilla. Bei den Frauen und Marco oder River bei den Männern. Also wenn jetzt jemand von zulässt, ihren Nachwuchs Pernilla oder River tauft, dann kommen wir an Dolphi! und sie sind herzlich eingeladen hier im Podcast. Ja, vielleicht weiss ich es aber einfach gar nicht dabei. Ich sage ihnen extra nichts. Ja, aber sie sind hier eingeladen. Hier, bei uns. Und sie es morgen am Wehrweisen. Wie sollen wir unseren Sohn taufen oder unsere Tochter? Ich glaube, ja. Gut, ich glaube jetzt, Pernilla ist auch schon eher alt, aber River könnte wirklich noch so ein Zukunftsding sein. Ja, absolut. Und Marco ist so, es gibt ja schon noch den einen oder anderen Marco, aber ich glaube, in der Namenshitliste wirklich hingerin. Gut, auch, da muss ich gar nicht, wir wahrscheinlich beide können wir da nicht mitreden, weil Roger ist irgendwo, keine Ahnung. Aber wegen dem Roger Federer. Ja. Hat sicher so vor 10, 15 Jahren. Ja, aber das war ein kurzer Peak gewesen. Tennis-Fans sind zu elitär. Mhm, das ist ja der, aber beeindruckend.
zu elitär. Oder inspirieren. Genau. Ich glaube, ein Tennis-Fan, der mit dem Poloshirt rumläuft und der goldige Rolex am Handgelenk, wenn er sich lässt inspirieren für den Nachwuchs, für den Namen vom Nachwuchs, dann sagt er auch, wenn schon direkt John McEnroe. Ja, John wäre gegen der Richtung. Genau. Ja, wäre noch spannend, wie viel sich inspirieren. Also es gibt der Beat Gerber, der langjährige also Rekord-SCB-Spieler, dem sein Sohn heißt Enzo, wegen Enzo Ferrari. Wirklich? Mhm, genau, riesen Ferrari-Fan, der Beat Gerber. Hey, geil, weißt du, komm falls da irgendjemand mal wirklich seine Kinder danach getauft hat, eben wegen irgendwelchen sportlichen Einflüssen oder so. Ja, das unbedingt uns mitteilen. Unbedingt mal mitteilen. Oh, geil, dann können wir wirklich die erste Folge im neuen Jahr, im 24. Dann haben wir, weißt du, so, es ist ein Ross entsprungen, so in dem Stil, weißt du, so frisch. Genau. Gerade neu, mit vielleicht auch mit dem einen oder anderen, gerade neu geboren oder so, wo jetzt ja gerade live schon die erste. Bei Sätzen ist übertrieben. Nein, oder weißt du, wo vielleicht irgendwie Kekke heisst? Also Kekke Rosberg von der Formel. Kekke Rosberg ist natürlich auch schon. Oder Joe, wegen Joe Thornton. Der okay. Thornton während dem Lockout. Ja, wäre ein bisschen für oder Davos. Oder Kubilei, wegen dem Türkermatz. Ja, dann sieht man das Kups noch aus. Ja, jetzt war es ein bisschen mannenlastig, oder? Steffi, wegen der Steffi Graf. Martina. Oder Patty, wegen der Patty Schneider. Uff. Als Geburtsgeschenk auch irgendwie eine Tonne Orangen hat es gegeben. Oh, wegen Rainer Harnecker. Ein Gruss an dieser Stelle. Martina natürlich, Hingis. Oder Navratilova. Navratilova gestimmt gedoppelt. So, genug Name-Dropping jetzt. Auf jeden Fall, wenn irgendjemand außer das wirklich so macht, wirklich einfach kurz schnell DMs reinsliden, kurz schnell eine Privatnachricht auf Instagram schicken. Unsere Koordinaten sind natürlich in der Shownotes drin. Ja, du, was ich noch interessant finde, jetzt sind wir völlig abgespaced eigentlich. Eigentlich waren wir auch noch beim Skifahren gewesen. Das habe ich noch schnell, weil das habe ich wirklich schön gefunden. Sie, Marc Odermatt gegenüber dem SRF, seine Äußerung, punkto, der Rennen, ich meine, sein 2023 hat fantastisch angefangen mit dem Sieg in Adelboden und hat aufgehört mit dem Sieg in Alta Badia. Darum das Jahresfazit. Stimmt, von A bis A. Ja. Das ist meistens so. Ausser bei Bormio ist natürlich noch. Ja, aber genau, der Endjahr. Stimmt, kommt der auch noch. Aber eben, sein Jahresfazit. Bis Weihnachten ist aber schön, von A bis A. Also, Jahresfazit und einen Ausblick aus 24, sagt Rodi. Ja, perfekt. Hoffen wir, dass das neue Jahr auch wieder mit A wie Adelboden anfängt. Oder? Geil. Übrigens, der Rodi fährt schon wieder allen um die Ohren herum. Hat ja schon wieder, sag schnell, im Fiss-Ski-Weltcup-Ranking eigentlich. Über 100 Punkte, oder? Wie viel hat der ja, nicht ganz. Mittlerweile? Ja, es knapp 90, glaube ich. Ja, es sind 92, glaube ich. 456 genau. Zu Marco Schwarz hängen dran mit 364. Aber jetzt kommt Nationenwertung, knapp 200. Nationenwertung, da sind wir wieder voraus. Aber, genau, also momentan stand jetzt. Oh, das haben wir gar nicht gesehen. Übrigens Mittel. Kabel, Viertel ab 8. Ja, knapp 200 Punkte, aber haben wir auf Österreich. Muss ich wirklich noch einmal rechnen, also warte schnell. Teletext-Seite 360 oder 61, glaube ich. Ich bin auf dem FIS-Website, das ist mir alles ein bisschen offizieller. Es sind nicht, ja, es sind etwa 100, was sind das? Also, wir haben 2393 zu diesem Mittwochabendstand und Österreich hat 2220. Das sind 173. Voilà. Solide. Selber von mir gerade ein bisschen überrascht, dass das so schnell ist gekommen. Ja, Chapeau. Das Rechengenie. Warte jetzt, ein Fußballer kann doch, glaube ich, unglaublich. Ja, wäre ich. Manu Akanji, genau, dem kannst du irgendwie sagen, 373 mal 4813. Es gibt übrigens einen fantastischen Beitrag im Sportpanorama, also kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen. Kommt unglaublich sympathisch über und vor allem, da machen sie eben einen oder den Test mit. Gell, so die Rechte, das habe ich eben noch im Kopf gehabt. Ja, genau, Manu also Akanji. Wirklich mal bei SRF-Archiv dort Manu Akanji eingeben und dann schauen, was dort rausgespielt wird. Also was dort vor allem eben der Manu Akanji für Rechnungen einfach so back-tack. Ja, wegsnackt. Wahnsinnig. In der Schule hätte ich ein bisschen mehr Manu Akanji wollen sein, ganz ehrlich. Abgesehen davon hätte ich so jetzt gerne ein bisschen mehr Manu Akanji sein. Weißt du, wie es da verdient? Ja, das ist ein bisschen Manu Mani, kann man sagen. Hey. Manu Mani. Genau, wie es bei Abba-Song ein bisschen abändern.
Was habe ich noch schauen? Ja, eben, weil, das ist ja eine Momentanaufnahme mit dem ganzen der Nationenwertung. Und auch, weil jetzt ist es halt schon noch so, eben, wir haben ja gesagt, vor Weihnachten, also jetzt an diesem Wochenende, unter anderem ist ja noch bei der Frau, ist Guchschwelle. Ah, zweimal ein Nachtslalom. Wunderbar, dann noch die Madonna di Campiglio. Gell, Donnerstag, genau. Also, ja, Madonna di Campiglio, da sind die Herren dran. Das ist immer fantastisch, am 9. am Abend, zweiter Lauf, schön, Schmine anführen. Das Maroni-Pfändchen übertun. Der Herr, eine Stadtwohnung mit Schmine hat er. Ich muss es endlich als Erschaffen einisch in dieser Saison anzünden. Jetzt muss ich den endlich wieder mal. Das ist immer der Fehler. Wir zünden nie eine Schmine an. Ja, also anführen. Ja. So kommt, ja, jetzt kommt der Brandschutz schon wieder hinten. Da läuten schon wieder alle Alarmglocken. Genau, aber die zwei Rennorte noch. Und dann, das ist ja wirklich krass. Also, das haben wir ja vor einem Jahr haben wir ja mit der guten Tina Weirater die Sondersendung eigentlich mehr oder weniger gemacht, wo sie sich zugeschaut hat aus dem Liechtensteinischen und dann auch noch erzählt hat, wie strub es das ist. Also, kann man gerne noch einmal nachhören. Ist vor einem Jahr gesehen. Natürlich auch hier, wo du jetzt gerade den Podcast hörst. Und dann hat sie ja auch gesagt, weißt du, wie strub es das ist, währenddem du aktiv bist, dass du eigentlich gar nicht Weihnachten kannst feiern. Also, du musst auf das Essen schauen auf der einen Seite. Du kannst nicht saufen. Du kannst dir nicht die Birne zulassen. Eben mit Rimos, wie wir es machen. Dann ja, und dann musst du einfach am 25. musst schon wieder abreisen. Weil die am 26. in Bormio schon wieder an trainieren. Also, Vorbereitung. Dann ist Bormio, Mann. Die Frauen sind dann am 28. Aber nicht mit Semmering, sondern Linz. Nicht aber zu Linz, sondern mit Lienz, mit E. Ah ja, voilà, okay. Du siehst, den Unterschied habe ich nicht mal gemerkt. Ja. Aber ja, und da ist dann einfach gleich auch noch eine Anfahrt, oder? Mhm. Und da ist eigentlich Familie Weihnachten, das eigentlich, finde ich schon noch krass. Oder? Das ist einfach so, und mit drinnen. Ja, die wache auch schon am 22. möglichst früh. Können sie ja auch nicht, aber was ist in Lienz? Eben, Madonna ist jetzt noch, ja, aber kaum kommen sie von Madonna heim. Ja, aber das sind Terre sind in Madonna, oder? In Madonna jetzt noch am Slalom fahren. Am Freitag, oder? Der 22. Der 22. Ja, dann musst du am 23. feiern. Ja, ist schön. Also du hast den 3. und 24. und am 25. müssen sie schon wieder losfahren. Ja, dann kannst du das Foto schon was verdauen in diesen zwei Tagen. Das ist kein Problem. Baldi Miller hat ja oben auch zwischen den Läufen in der Bergbeizenportion Pommes frites mit Bratwurst und Zwiebelsauce runtergeschlitzt. Zwischen den Läufen. Stimmt, ja. Also wenn wir schon bei diesen kulinarischen Geschichten sind und Ausdünstungen und so, ist echt das einfach so, dass du mit keinem Skifahrer oder Skifahrerin willst im Karren innen hocken, jetzt geht Swiss Ski, die fahren, ich glaube, all die E-Tron oder die elektrischen und so. Ist echt das nicht so, dass es einfach nicht die Ausdünstung im Karren innen recht strub ist, vor allem wenn du von einem Weihnachtsessen kommst, wo es zünftig, also deftiges Zeug gibt, oder? Und dann fahren die zum Teil bis auf auf Bormio oder eben auf Lienz. Es ist ja ein paar Stunden, oder? Ja, warte jetzt, wie viel. Also Bormio kann schön. In dem Karren. Bormio ist nicht so weit. Also von die im Bündnerland leben, kann schön dort beim Bernina-Pass, nachher musst du links rauf haben, dann hast 10 Minuten Niemandsland und nachher gibt es etwa noch ein Stündchen dort. Du kommst erst auf Livigno runter und dann auf Bormio. Habe ich mal gemacht, das Pferdli. Dann in die Braulio-Fabrik, das ist so ein Kräuterlikör, wo es etwa 52 verschiedene Bergkräuterli, und dann kannst du dort schauen, wie der hergestellt wird. Das würde ich gerne mal machen. Ja, das könnte man mal als Ausflug. Könnte man mal einen Podcast-Ausflug machen? Genau, verbunden mit einem Skirennen. Oder FC, warte, Gomo ist nicht allzu weit, wo glaube ich, Serie B spielt. Mhm. FC Südtirol natürlich. Ja, letzte Saison fast aufgestiegen. Ja. Genau, bald verbunden mit einem Match vom FC Südtirol. Das machen wir. Lass uns das mal für das 24. Ja. Überlegen. Darf man sich natürlich gerne melden, wenn man sich da nennen würde, wollen anschliessen. Eventuell müssten wir eine Gar mieten. Genau. Also du musst einfach fahren, du weißt, ich kann nicht. Ich kann doch nicht mit einem Gar fahren. Ja, also mit Chauffeur natürlich. Ja, wenn ein Gar-Chauffeur zulässt natürlich. Ja. Voilà. Wobei oder eben schön mit dem Zügli. Du kannst das auch mit dem Zügli machen. Und dann, eben wie gesagt, Lienz. Und dann ist da schon gleich die Berner Oberländer Skiwochenende, ja. Adelboden, Wengen. 6. 7. Januar und dann 9. bis 14. Januar. Ja, nein, um den 19. herum, ich befürchte fast, dass noch mehr getassnet wird, Adelboden und Zwänge, weil, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, erst gerade rausgekommen, in Kitzbühel ist Saufen
kann man sagen, verboten. Also sämtliche alkoholische Getränke mit über 10 Volumenprozent tabu, verboten. Also, ist das so? Wie hat er schon... 12, 13, 14, oder? Ja. Genau, also es darf niemand eine Weinflasche mitnehmen, von scharfen Destillat ganz zu schweigen. Also mir nimmt der Wunder, wie sie das umsetzen. Ich habe bis zu 2000 Euro Buß gegeben. Wirklich? Wer sich nicht daran hält, nur offizielle Restaurant, der darf man. Aber sonst, wer mitnimmt, ja, wird büßt. Oh, krass, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Es ist heute also Mittwoch bekannt gegeben worden. Also das heißt, die Skiwelt wird garantiert mehr Tassen in einer spätestens Zwänge, wo jetzt noch eine zusätzliche Abfahrt in einer wird stattfinden. Genau, schon Donnerstag. Ja. Aufgrund von? Was ist ja, die verschiedenen gesagt? Rennen, die da ja, sind verschoben worden. Ja. In Nordamerika, oder? Ja, ich weiß es nicht mehr. Es sind so viele abgesagt worden, dass ich den Überblick nicht mehr habe. Ja, Donnerstag. 5 Rennen, geil. Also wartet 4, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, aber also auf dem FIS-Kalender steht 5 Rennen. Wenn der noch Mittwoch auch noch ist. Ich glaube, es sind 3 Abfahrten, ein Slalom und ein Super-G. Ja, aber also, wie bringst du das da rein, wenn am Donnerstag... Ah, ist am Mittwoch schon ein Super-G? Ich sag dir doch das jetzt gerade schnell. Also, in Wengen wird folgendermaßen gefahren. Achtung, jetzt geht das ist da. Training. Nein, Downhill am 11. Januar. Was ist das für ein Wochentag? Warte, 11. Januar. Das ist doch der Donnerstag, oder? Also, das sind 4 Rennen. Das ist der Donnerstag, so. Eben, Donnerstag, Downhill. Downhill, dann gibt es das Training auch noch dann. Noch einmal, dann gibt es den Super-G am Freitag. Samstag, klassische Abfahrt. Gibt es die Abfahrt, Sonntag gibt es den Slalom. Fertig, sind 4. Stimmt, aber warum haben sie denn da, was haben sie denn da 5-mal aufgeschrieben? Ja, no, egal. Okay. Also, Luzi, wenn wir mal heute schauen, jetzt sind wir schon fast eine halbe Stunde mit Ski beschäftigt. Wir haben noch ganz, ganz viel Fußball. Wir haben schon fast eine halbe Stunde durch. Du nimmst heute schnell so ein Nüssli auf? Oder ist das Maroni? Das ist das Maroni. Ich fühle mich betüpft, wenn du kein einziges Nüssli isst. Ja, und ich extra vorhin noch bin kaufen. Nüssli gibt es auch einen Sportbezug. Welchen? Thomas Nüssli. Genau. Mit Kent Room hat aber gesagt, diese Nudes, die Nudes. Die Nuts. Genau. Legendär, also, sie Schlägerei gegen... Thomas Rüfenacht. Ja. Und beim 08 oder 09 Bio-Lausanne Playout-Final. Du machst eigentlich jetzt gerade Brücke. Da müssen wir jetzt schnell von unserem Klamau kommen, jetzt in der letzten halben Stunde. Hey, klar, müssen wir heute schnell ein bisschen mit gedämpfter Stimme dran gehen. Weil es ist eine traurige Nachricht, die uns anfangs Woche da erreicht hat oder die Schweizer Sportwelt erreicht hat. Lieber Gruß auf Zürich. Eine Legende, die im Hauenstadion immer mit dabei ist. Die Legende? Ich bin sozusagen mit dem aufgewachsen. Eine Reporterlegende. Der hat sogar für unseren Sender, die gleiche Frequenz, nein, dann war es 296,7 gewesen, aber eigentlich de facto der gleiche Sender, weil Radio Energy in Bern hat ja vorher Radio B1 geheissen und noch vorher. Radio Förderband. Ja. Und dann, wenn auch bei ZSC, SCB war, hat aber der Walti einerseits für Radio 24 und auch für Radio Förderband dann zusammengearbeitet, hat aber Einschaltungen gemacht. Und ich bin dann irgendwie 9, 10, das wird in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre war das. Und die Stimme hat mich dann schon unglaublich gepackt, beeindruckt, dass er immer unglaublich Freude hatte. Bin ZSC gegen SCB. Ist gewesen, also hat ein bisschen wie hausche Leute nicht. wie der hat packend kommentiert, einmalig. Und das gibt es heute nicht mehr. Ist das ein Unikum gewesen? Ich habe auch dann später, als ich selber auch kommentiert, immer wieder erlebt. Der ist schon längstens alles installiert. Der ist immer 2 Stunden vorher, spätestens im Stadion gewesen, seriös vorbereitet, mit seinem zitronengelben Pulli. Richtig. Die ganze Stadt, das ganze Stadion hat ihn gekannt. Er ist zum Teil wie ein Popstar, ist da abgefeiert worden von den ZSC-Fans. Also, es gibt, glaube ich, keinen Radioreporter, der berühmter ist als die Spieler oder populärer ist als die Spieler, das war der Walti gewesen, und gleich bescheiden geblieben, immer am Boden, immer extrem demütig, hat immer gefragt, wie es geht, ein bisschen Smalltalk, so herzlich, also ja, er war ein ganz wunderbarer Mensch gewesen, der uns ja leider mit 91 hat verlassen. Ja,
ein stattliches Alter, was ich mich mal erinnere, aber noch auf der Pressetribüne beim ZSC, halt, wenn er neben dran gehockt ist, aber du hast schon gesagt, in dem gelben Pullover. Und vor allem dann noch, er ist der Einzige, der auch im Zeitalter von Smartphone, im Zeitalter von Internet, wo man andere Leitungen hatte, wo ich nicht zu tief ins Detail reingehe, aber eben für so von Matchen zu berichten, hat er immer noch sein Festnetztelefon fix installiert an seinem Platz gehabt. Ja, ja, immer. Und zwar ein Schnurtelefon. So ein Flimsig, Walti, der Walti Scheibli. Ja, ich habe etwas abgekupfert. Und zwar Playoff 1992, Playoff Viertelfinal. Man muss wissen, dann das Mass aller Dinge. HC Lugano, ein paar Mal vorher Meister geworden. Darum Grande Lugano, hat man ja gesagt. Oder ZSC, so eine Liftmannschaft, gesehen. Ab und zu sogar Niederungen von Nazi B. Abgestiegen, und dann 1992 war es schon eine Sensation, dass der HC Lugano dann im Playoff ist gesehen, Playoff Viertelfinal und nachher sind sie, glaube ich, 7 oder 8 gewesen, jedenfalls Lugano, grosser Favorit gegen ZSC tatsächlich, aber in der Playoff-Serie steht es 2-1 für ZSC, Spiel 4, dann war es noch Best of 5 gewesen, genau, also 3 Siege schon gelenkt, und der ZSC hat daheim Matchböck gehabt, für ein Halbfinal gegen das grosse Lugano. Es ist das Penalty-Schiessen. Der ZSC hat 2-mal getroffen, Lugano noch nicht. Und jetzt gehen wir in 5. Penalty rein. Dann für den ZSC mit dem Walti. Und jetzt noch ein Penalty. Das Hallenstadion ist zum Tollhaus geworden. Wenn ich da oben schaue, eine Begeisterung. Da wird tanzen, da wird gejubelt. Aber bitte, liebe Freunde, noch nicht zu früh. Wir müssen noch einen versenken. Und der nächste Penalty-Schütz, der Priachin. Ich habe es richtig erraten. Natürlich setzen wir die Leute ein, die schon mal die Nerven hatten, die sie nicht blank liegen. Der Priachin, damals in Lugano erfolgreich. Und jetzt, Sergei, mach es nochmal so gut. Sergei, behalt deine Nerven. Jetzt drücken die 12'000 Zuschauer da unten, wenn sie gerade Lugano-Fan sind, den Daumen, sie zählen auf dich. Und er macht einen gefassten Eindruck, einen ruhigen Eindruck. Nimmt jetzt alle auf, ist schon am Böck, ist schon in der Zone. Der Christoph Wall weit draussen und jetzt vor dem Ding an. Es ist passiert, es ist passiert. Der Böck ist drin, 3-0 führt der ZSC. Riesenjubel, Walter Jott, das ist ja unheimlich. Ja, führt, das hat eben dann noch ein Lugano-Spieler gebraucht, der hat verschossen. Nachher ist die Halbfinalquali fix gesehen. Und Walter Jott hat ja gesagt, er war sein Sohn. Der hat die Lugano-Penaltys kommentiert. Und als Kind habe ich das nicht gecheckt. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das hat der Walter Jott irgendein Werwen-Tee getrunken. Dass das jetzt so tauch tönt. Dabei haben die aber gewechselt. Sein Sohn hat aber auch kommentiert. Und das war ein geniales Duo gewesen. Aber der Vater natürlich unverwechselbar mit ihrer markanten Stimme. Das hat ihm gedacht, das hat ihm gepackt. Und solche Reporter gibt es leider heute nicht mehr. Das wäre gar nicht möglich, mit dem zu sagen, der ist außergewöhnlich, nehmen wir nicht. Aber er hat es ausgemacht. Und ist sozusagen wie ein, der Klaus Zog hat es, glaube ich, schön geschrieben, wie ein Dinosaurier, der noch lebt. Aber eben die Umgebung ist halt leider nicht so adaptiert gewesen. Ja. Also, es gibt wenig, mir ist automatisch, ich weiß nicht wieso, es gibt so Ikonen, wenn es ums Kommentieren geht. Walter Schäbli gehört er garantiert dazu. Hans Jucker ist das auch. Genau, gewesen. Gehört ein bisschen in diese Kategorie. Gehört ein bisschen in diese Reihen rein. Ja. Ja, und noch zu seinem Sohn, das ist wirklich ganz, das hat mir so leid getan. Wir haben es, glaube ich, noch thematisiert, noch nicht so lange her, wo er ist verstorben, mit 64. Er wollte nicht mehr weiterleben, ganz, ganz tragisch. Noch ein Jahr vorher
noch seine geliebte Frau, die er über 50 Jahre ist, verheiratet war, hat ihn auch verlassen. Das, ja, dort war der Walti ein bisschen verständlicherweise ein bisschen traurig in seinen letzten Jahren. Und ja, das hat ihm aber fast das Herz gebrochen, wenn man ihn noch so gesehen hat. Er ist ja gleich ab und zu noch ins Hallenstadion gekommen, hat ja bis über 80 noch immer noch kommentiert, aber ist nachher, ja, der wie der Glücksbringer gewesen. Aber die beiden Schicksalsschläge, ja, das hat ihm schon sehr, sehr leid getan. Walti Scheibli, du bleibst für immer selig, ja, sicher. Immer ein grosser Held, wirklich. Kindheitserinnerungen, ein grosses Vorbild. Oder er war schon nie unfreundlich gewesen. Es hat mal ein Kollege mal ein Scherztelefon mit ihm gemacht. Dann war Lugano ZSC gewesen, wo es irgendeine Ausschreitungen gegeben hat, ZSC-Fans Stadionverbot gehabt. Und dann hat er irgendwie gesagt, ein Radioteam-Kollege, und gesagt, das ist Bernasconi von JRC Lugano mit den Tessiner Akzenten. Und es ist jetzt eben so, dass nicht nur ZSC-Fans, sondern auch Zürcher Journalisten Verbot haben, mal in der Esse gehen. Oder dürfen so nicht kommen. Und jeder andere hat da gesagt, geht's noch? Aber dann hat er gesagt, ja, sie sind ja nur der Überbringer und er hat es zur Kenntnis nehmen und akzeptieren und sich noch bedankt und es glaubt. Und jeder andere wäre ja da ausgerastet. Aber eben, das hat der Walti wirklich ausgezeichnet, dass er selbst in so Momenten ist anständig und freundlich geblieben. Luzi, wie kommen wir jetzt aus dem doch ein Downer? Also, jetzt wieder er hat ja... Ja, er hat ein wunderschönes Alter gehabt und er hat jetzt auch das Freude. Wenn man, dann mal, als er 65 geworden ist, sind alle ins Studio und haben ihn imitiert. Also er hat Freude gehabt, wenn man ihn hat imitiert. Und das war dann wie irgendeine Challenge gewesen, wer der Welt ein bisschen kann imitieren. und von dem er hat sicher Freude da oben, wenn man ihn huldigt. Also, Walti Scheibli ist damit gehuldigt. Ja, komm, wir machen einfach Cold Cut direkt über, oder? Richtung Fußball jetzt. Genau, Walti ist auch Fußballgoalie gewesen. Jetzt haben wir den Übergang. Wow. Drei Matchen in den 50er Jahren für IF Juventus. Das ist nachher fusioniert. Dann hat es noch Young Fellows geheissen, Nationalverein. Und drei Matchen. Hat er, heute wäre es super League, hat der Walti also zwischen den Fußballpfosten geschaut. Absolute Legende. So, jetzt eben der Wechsel auf grünen Bits und dort werde ich, das müssen wir heute schnell stimmig machen, der Wechsel. Und zwar, ich weiss nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt geht oder? Dortmund gegen Mainz. Warte, du hast das Traubensatzglas ist leer. Okay, dann tue ich einfach kurz. Dortmund Mainz. Ein langweiliges 1-1. Ja, Dortmund ist ein Patzen. Ich glaube einfach, in Dortmund selber, der mit dem Meistertitel ist schon abgehakt. Aber was vor allem bleibt und was vor allem unglaublich eindrücklich ist, war die Choreo. Hast du die gesehen im Westfalenstadion, sage ich jetzt einfach immer noch. Ich bin schon im Westfalenstadion gesehen, das ist eigentlich immer eindrücklich, aber nein, gestrige habe ich nicht gesehen. Die gestrige, dort haben sie eben, es war quasi eigentlich ein Weihnachtsfeier gewesen. Im Stadion selber, merci übrigens für mussierten Traubensaft, ist ein Weihnachtsfeier gewesen, und zwar, lass einfach kurz schnell rein, ein Kinderchor haben sie es einsingen lassen. Heisst «Leucht auf mein Stern Borussia». Und so weiter und so fort. Oder zu dem sind Gregor Kobel und so eingelaufen. Hühnerhut-Moment! Und dann liefert er 6-6 gegen Mainz, aber schon irgendwie kacke. Aber ich meine, also mega schön. Und dazu eben Choreo noch mit Petarden und Züngen. Wirklich schön inszeniert. Echt so einen richtig geilen Match. Also das Setting, auch zumindest nicht unbedingt die Leistung auf dem Platz nennen, aber das Setting wirklich so, wie du es von einem Match an Weihnacht oder kurz vor Weihnacht einfach dann vorstellst. Sehr schön. Ich kann übrigens nur Kollegen von Randsport auf Instagram haben sie ein Video aufgeladen. Da kannst du mal ein bisschen durchscrollen. Es sieht wirklich geil aus. Und du hast stell dir mal vor, als Spieler, wie du da rausläufst. Das ist einfach wirklich Hühnerhut. Ja, das ist
Das ist so einer von meinen, da habe ich wirklich auch als junger Roger ich immer gedacht. Eigentlich nicht, weil... Du bist immer noch ein junger Roger, was heißt das? Junger Roger, du redest jetzt wie ein 60-Jähriger. Aber ja, das ist noch jung, das ist immer relativ. Also mit 35, wenn ich jetzt bin, ist eine Profikarriere im Fußball eigentlich schon auf dem, ja nicht nur auf dem absteigenden Ast, in vielen Fällen einfach schon durch. So. Bei CR7 ist in diesem Alter auch noch, oder sogar noch älter. Ja, noch, ja, in die Wüste. Einer von 10 Millionen, ja, vielleicht nicht, aber ja, egal. Aber es war nur der Einstieg. So, jetzt kommen wir nämlich national rein. Da zuerst zu den Schlagzeilen, bevor wir dann noch unsere grosse Buchhaltung machen. Die Schlagzeilen, die in diesen Tagen vor allem eben auch gerade die Presse dominiert haben. Was ist los beim FCZ? Henriksen, der Bo Henriksen. Hast du das mitbekommen? Ja, er ist irgendwie, es wird ein bisschen am Stuhl gesagt. Er ist nicht so fest im Sattel. Hat wie ja, man könnte meinen, irgendwie, es gibt offenbar gewisse Dissonanzen. Wenn wir schon in der Musiksprache der Punkt an Musik war, die Dissonanzen, die wir jetzt im, sage ich immer noch, Westfalenstadion nicht haben gehört, sind offenbar im letzten Grund. Was ist da los? Habe ich mich auch gefragt. Hey, also, ich meine, Angelo Canepa und Co. Man kann doch, jetzt rein, einfach so, wenn du das hörst, du kannst doch einen Bo Henriksen jetzt nicht spicken. Bo Henriksen ist dann im 22. gekommen als Feuerwehrmann, der FCZ am Boden gewesen mit den Leistungen. Mit der Ausbeute in der Liga selber, der Henriksen ist gekommen, hat den Verein sportlich wieder auf die richtige Spur geführt. Also was heisst auf die richtige Spur? Hat eigentlich die erste Saisonhälfte, jetzt 3-24, dominiert. Klar, in den letzten Spielen ist das dann nicht ganz so aufgegangen. Aber das war auch irgendwo klar, dass man die Pace nicht aufrecht behalten kann. Und es ist viel, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Glück, aber es war eine unglaubliche Effizienz dahinter beim FCZ und die hat es jetzt halt in den letzten paar Spielen ist das dann nicht mehr so aufgegangen. Dementsprechend hat das Resultat auch rausgekommen. Ja, du kannst nicht. Rang 3, klar. Also Rang 3 ist mit diesem Kader? Ja, du, wir fantastisch. Haben sie ja, warte jetzt, also jetzt schon, du hast so auf Rang 9 gesetzt. Ja, egal, ganz ehrlich, ja. Immerhin auf die 4, also von dem her. Ich habe nicht viel erwartet in dieser Saison vom FCZ. Ja, eben, ich hätte auch auf die 9, aber wegen Bo Henriksen so weit ein bisschen weiterführen. Und jetzt weiss ich tatsächlich... Und jetzt könnte es eben wirklich sein, dass ich Ende von der Saison noch recht habe. Ja, weil ohne Bo... Also, ich habe es jetzt nicht so weiterverfolgt. Ist also. Ja wirklich, ist ja schon fast weg. Also, man muss ja, also, look, eben, es ist ja schon im Sommer eigentlich die grosse Thematik gewesen. Offenbar hat ein dänisches Blatt dann geschrieben, gehabt, der Bo Henriksen hätte die FCZ-Clubleitung darüber informiert, dass man den Vertrag, der ja im Sommer 24 dann ausläuft, dass er den nicht wollte verlängern. Mhm. Scheinbar sind schon seine Berater, also Scouts etc. unterwegs, zum schauen, wo könnte der Bo als nächstes unterkommen. Es kommen keine Bekenntnisse von seiner Seite zum Verein selber. Er sagt auch immer, wenn er auf seine Vertragssituation angesprochen wird, ja, da schauen wir jetzt den einen noch. Fakt aber ist auch ganz klar, also wenn du kennen von den Top-Vereinen hat einen Trainer, der im so, also in einem halben Jahr den Vertrag ausläuft und ist dort noch nicht zumindest in irgendwelchen Vertragsverhandlungen drin, wo man irgendwie probiert zu halten, längerfristig. Aber offenbar ist man in der Causa Bo Henriksen in einer Paz-Situation angekommen. Eben, man spürt so ein bisschen vom Bo selber. Er möchte eigentlich gerne mal wieder gehen. Ja, die Frage ist natürlich, tut man lieber jetzt schon in der Winterpause reagieren, weil noch ein halbes Jahr, das ist ja sogenannt im Eishockey, so hat man dem Lame Duck. Genau. Oder Sitting Duck, genau. Jetzt hast du mir das vorweg, habe ich endlich mal Englisch können brillieren. Das ist, glaube ich, das einzige Mal. Ah, ich verstehe, der Kai Foser gibt jetzt mittlerweile auf seiner Storyline sein 100 Videos innerhalb von 24 Stunden und 3/4 davon auf Englisch. Ich können wir nachher noch darauf zurückkommen. Aber eben, der Englisch, ich hoffe, du hättest ein bisschen drin gelassen, so kannst du mir das alles übersetzen. Aber behalte den Gedanken im Hinterkopf, da müssen wir unbedingt noch zum Schluss noch einmal darüber diskutieren, über Kai Foser. Genau, und dann gab Follower, da können wir nachher raus. Ja, genau, es ist immer gefahr, dass sie das vorgreifen. Bo Henriksen, eben. Ist jetzt nämlich auch gerade, erst zuletzt nach dieser Niederlage gegen St. Gallen, hat der Angelo Canepa wie auch der Malenovic vor den Kameras bei den Freunden von Blue
zum ersten Mal so gesagt habe, ja, es ist alles offen, es kann in alle Richtungen gehen. Und das ist so eine, weißt du, was das ist? Das ist so eine Tami-Aussage. Genau, das ist ein klassischer Tami. SFV. Wo dann aber Murat Yakin ja überhaupt nicht zurückgestärkt hat. Aber gleich hätte er können bleiben. Aber ich denke, wenn er so etwas als Clubtrainer sagt, ja, und ich glaube, ist schon weniger ein gutes Zeichen. Ich glaube noch, halt, Monsieur Tami ist nicht Angelo Canepa und umgekehrt. Und darum könnte es dort schon in eine richtige Trennung gehen. Zumal, du hast es aber auch gesagt, oder? Was willst du jetzt machen? Eigentlich müsstest du jetzt reagieren, weil wenn der Vertrag nicht verlängert ist, für das brauchst du beide Parteien. Wenn der Henriksen nicht will, wird der Vertrag nicht verlängert. Da kann Angelo Canepa und Elian und Manenovic und so weiter, wie sie alle heissen, noch so tun. Wenn er nicht will, der wird nicht verlängert. Und wenn er weiss, hey, im Sommer bin ich so oder so weg, dann haben wir dann die Lame Duck oder Sitting Duck Situation. Oder? Darum ist eigentlich das Einzige, entweder findet man sich jetzt, und zwar von beiden Seiten, und das muss jetzt passieren, über die Festtage, oder man sagt, okay, gut, zack, hier, einfach mal Schnitt und etwas Neues. Aber der dann halt auch, ich meine, jetzt bist du Bo Henriksen muss sich natürlich dann auch fragen, ja, ich bin mit dem Kader, mit dem FCZ, jetzt mittlerweile auf Platz 3 oder in der Super League, es hat sehr viel funktioniert, es hat sehr, sehr viel, sehr gut funktioniert. Man hat das eigentlich nicht unbedingt erwartet und zeigt jetzt das, muss jetzt wirklich jetzt schon gehen? Oder kann ich nicht einfach noch mit dem Verein probieren, gegen vorne so viel wie möglich noch zu machen und dann halt gleich im Sommer den Absprung schauen, wie es geht, oder? Und dass wir noch in den Leistungsausweis reinschreiben, ein möglichst gutes Resultat jetzt mit dem FCZ zu holen. Aber eben, es scheint einfach so, dass es wird ihm ja auch vorgeworfen, dass er zu wenig auf die Jugend setzt beim FCZ. Ein FCZ, der jetzt strukturell im Verein ja viel eigentlich gemacht hat, über den Haufen geworfen hat, für das man eben auch in Zukunft gerüstet ist. Also es sind ja viel Talent. Junior League, Labinot Bayrami, wer haben wir alles noch? Habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt. Also die sind ja alle aus dem eigenen Nachwuchs, Silvan Walmer und so weiter und so fort. Aber auch andere, zum Beispiel der Stürmer, der Okoflex. Armstrong Okoflex. Einer von meinen Lieblingsnamen. Geiler Name. Auch noch. Praktisch nie gespielt. Da könnte man auch noch in die Namenslisten aufnehmen für potenziellen Nachwuchs. Ja, und eben, ich meine, die musst du jetzt pushen oder die müssen auch zu ihren Einsatzminuten kommen, für dass du eben einen für die Zukunft kannst schauen kannst, dass du einen aus diesen Rohdiamanten, dass du einigermaßen schleifen kannst und dann zu einem Millionenbetrag im Optimalfall verkaufen können. Aber wenn sie keine Einsatzzeit bekommen, wie versandet das halt? Was würdest du dem Bohren raten? Ich würde jetzt sagen... Ja, wenn ich im Sommer gehen will, ich würde mir Mancillo Canepa raten. Es hat einen hervorragenden Trainer im Moment auf dem Markt, der routiniert ist, der weiss, mit Jungen umgeht. Und er ist noch ein Zürcher. Ich würde ihn holen. Das wäre ein Sensations-Comeback. Also du meinst Urs Fischer, oder? Nein. Nicht? Hoi. Ein anderer Zürcher. Der Christian? Nein. Was zwar GC Vergangenheit hat. Nein, der Uli ist Schwalz, Neuenburg. Nein, einer der Marco Schellibaum. Aha, ja, okay, gut. Ja, ja, okay. Du, wieso nicht? Mal, jetzt hat er immer ein bisschen kleinere Vereine trainiert. Jetzt würde es mich wundern, ob der Marco auch bei einem von den Big Four würde funktionieren. Ja, aber das Gefühl, was würdest du jetzt? Okay, ja, verstehe ich. Ich denke, Urs Fischer, der noch nicht zurück in die Super League, der wollte irgendwann noch. Nochmal Bundesliga. Größtwahrscheinlich auch schon. Aber eben, du kannst schon mit dem Heimatbonus und so ein bisschen Ja, er könnte immer wieder Zürichdeutscher reden an der Pressekonferenz. Oder? Er müsste. Der Urs Fischer. Schon Hochdeutsch ist aber ein bisschen zu viel. Hören Sie jetzt mal auf mit dem. Hochdeutsch ist ja schon aber ein bisschen too much gewesen. Man stelle sich vor, wenn er irgendwie Premier League Coach wäre oder in Frankreich, wenn er müsste Französisch oder Englisch reden. Ja. Oh Mann. Aber da könnte eigentlich der Kai Foser als Dolmetscher. Oh nein, jetzt bringt nicht wieder der Kai ins Spiel. Nein, wir könnten, wenn er auf England, ich weiß jetzt nicht, wer dort Trainerwechsel nötig hat, aber wenn ein Posten frei wird. Burnley zum Beispiel, Chef, das Duo, ja. Urs Fischer und als sein Dolmetscher der Kai Foser. Ja, Englisch kann er wirklich gut, das muss man sagen. Super, kein Wunder, hat er zwei Jahre in den USA gespielt. Das wäre doch noch ein Duo.
Ja, also ich würde wirklich jetzt aus Zukunftssicht für den FCZ, für das die zweite Saisonhälfte dann möglichst das Optimum rausgeholt wird, ja, würde ich glaube ich jetzt mit jemandem Neuen dann wirklich in das neue Jahr rein starten. Ja, aber das wird zu viel Dissonanzen. Ich glaube, das ist mal aufzugreifen. Zu viel Glas verschlagen worden. Oder? Du, was sonst natürlich auch gesagt, hast du gesehen, dass der Kylian Mbappé hat heute Geburtstag? Stimmt. Mbappé, Kylian Mbappé. Weißt du, wie alt er wird? Das nimmt mich wundern, weißt du? Nicht so alt. Eieiei. Du, keine Mitte 20, keine Ahnung. Richtig, 25. Und jetzt musst du mal die Statistik von Kylian Mbappé bei PSG in dieser Saison, in dieser halben Saison angeben. In 15 Spielen, 16 Goal in der Liga. Und dazu noch zwei Vorlagen. Wahnsinnig. Egoist. So viel mehr. 8-mal mehr Goal als Vorlagen. Ja, aber also Kylian Mbappé, ich habe heute schnell noch schlau gemacht, was geht. Also ich habe auf Instagram schon nachgeschaut, aber wenn es irgendwie noch eine grosse Party macht oder so, vorweihnachtliche. Aber nein, macht er nicht. Das hat unter anderem den Grund, weil heute Abend ist ja noch ein Ligaspiel gegen Metz. Aber auch sonst kein Post, nein, gar nicht einmal eine Story, die er abgesetzt hat, bis jetzt nämlich. Aber der letzte Post von Kylian Mbappé auf Instagram ist nämlich folgender. Er ist jetzt ein Markenbotschafter von, wie heisst das, Löwe oder so. Das ist so wie sagt man dem? Ist das nicht so irgendein Fan? Ist das nicht so eine High-End Technology Brand? Ist das nicht eine Fernsehmarke, Löwe? Aber ja, also die machen auch so Lautsprecher und so alles. Und so weiter, oder? Fernsehen wüsste ich jetzt nicht. Aber ja, auf jeden Fall, dort spielt die Maschine schon ein paar Millionen rein. Hat ja nicht schon genug, oder? Ja, da muss man Hunger tun, einen nackten Arm. Happy Birthday an dieser Stelle. Happy Birthday, Kylian Mbappé. Luzi, komm. Ich habe mir noch vorgestellt, wenn wir jetzt die grosse Weihnachts- und Endjahresfolge haben von uns, wir gehen nachher auf die Tabellen noch einmal, so wie wir es eigentlich vorausgesagt haben, und wie es jetzt wirklich ist, der grosse Vergleich. Wenn wir zuerst noch, das habe ich dir auch noch gesagt, komm, wir machen noch Top 3 von den Spielern, die uns in dieser Super League-Herunde überrascht haben. Überrascht. Nicht überzeugt. Überrascht. Also beides. Ja, einfach ein Top 3. Ich kann dir an dieser Stelle sagen, ich schreibe es auf, dass wir das nicht warten. Jetzt schreibe ich es schnell auf. Weil das ist sicher ein deckungsgleich. Ich glaube es im Fall nicht. Moment. Dann nehmen wir noch als drittes an, natürlich. Ja, es ist ein bisschen berechenbar. Willst du anfangen? Nias, Di Giusto und Bedia. Das ist mein Trio. Das ist dein Trio? Also, kann ich dir jetzt eins sagen. Mit Matteo Di Giusto sind wir, das ist der, den ich auch habe. Matteo Di Giusto. Vinti Iniesta. Es ist wahnsinnig. Ich habe so, und trotz Schicksalsschlag, trotz dem seine Mutter verstorben ist vor, glaube ich, 2 Monaten, ja, dann hat er verständlicherweise eine kleine Base gehabt, aber jetzt wieder trifft er wieder unglaublich. Ja, aus dem Nichts eigentlich. Warte, FCZ hat er auch noch Vergangenheit. Eigentlich. Ja, ich würde zu einem, wenn ich der Muri wäre, wieso nicht Matteo Di Giusto holen? Ja, gut, da muss ich sagen, da wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Ich meine, mit 23, also. Er müsste jetzt auch noch so eine Rückrunde herlegen. Oder? Also du merkst wirklich auch bei Vinti zuerst auch mal noch einmal heute schnell zu sagen, wahnsinnig, einfach, dass man das Kader aus nur Schweizer kann aufstellen, eigentlich in jedem Match. Oder auch zumindest mit Schweizer Pass. Und Matteo Di Giusto, der dort wirklich genial die Fäden zieht. Zwischen Sturm und Mittelfeld. Ja, so geniales Bindeglied. Als Achter wirklich. Und du merkst, wenn Di Giusto nicht auf dem Bitz steht, fehlt der Vinti brutal. Und dazu eben noch mit seinen offensiven Qualitäten, die er jetzt hat. Also in 18 Spielen 6 Goal geschossen, 3 Vorlagen. Das sind wirklich starke Werte. Er ist so ein bisschen das Messi-Syndrom, gell? Ist auch nur 1,68. Stimmt, der kleine Russler. Und ich meine es vor allem gönnen, dass es jetzt scheint zu klappen, dass es wirklich so der Dosenöffner-Effekt wahrscheinlich war. Aber du hast gesagt, du hast ja bei Zürich dringend Stufen durchgemacht, ist ja dann noch bei Freiburg gelandet.
Eine Schurte schnell. In der zweiten Mannschaft, glaube ich. Sagen, ja, nein, bei der U19. U19-Mannschaft. Nein, Robi Vaduz. Mal inzwischen hat er so ja. Heute schnell können andeuten, was er kann. Aber erst jetzt, seit er wirklich bei Vinti fix dabei ist, merkst du halt einfach wirklich etwas. Da kommt vielleicht etwas. Wer hast du noch gehabt? Chechnias. Chechnias, okay, der Wadenbeisser, ja, klassischer Sechser. Macht zwar nicht viel Goal, aber enorm wichtig für IB im Mittelfeld. Stabilität dort hinten. Ja. Bei Servette hätte ich den Stefanovic wollen, mein Lieblingsspieler, aber der letzte in der BS, darum, ja, ist halt nicht so schwierig, einen Goalschützenleiter zu nehmen, aber Chrisbedia finde ich auch schon genial. Okay. Ja, gehe ich mit der Einig. Für mich, darf ich jetzt, weil ich eigentlich... Warte, sag Clubs, von welchen Clubs hast du noch? Also ich habe jetzt, darf ich, weil ich habe mir, wie soll ich sagen, ich habe auf mich selber nicht mal gelost. Ich habe mir eben vier Namen aufgeschrieben, aber der eine davon ist der Matteo... Der Matteo Di Giusto, darf ich darum jetzt einfach die anderen drei nehmen? Ist das für dich okay? Ja. Gut, also. Also, Verein... FCZ... Ja, da muss ich an dieser Stelle noch sagen, ich habe bewusst niemanden von IB genommen, ich habe bewusst niemanden von Stade Lausanne-Uschi oder so, von den Kellerkindern. Ja. Gut, okay, gut, Top 3 ist ja stimmt, aber bewusst niemanden von IB genommen und darum sage ich eben FCZ. Verteidigung. Brecher. Nein, Verteidigung. Innenverteidiger. Ah, Sheikh Kondé. Ja, natürlich. Es ist ein Brecher vor dem Herrn dort. Hat das Zentrum... Stimmt, der hat das zusammen. Vor dem Zentrum. Hätte ich natürlich auch noch können. Wieso bin ich nicht auf den Konter gekommen? Schon nur wahnsinnig. Ich finde geil Spieler. Weißt, ich finde solche Spieler geil, die drin liegen. Wo halt auch mal ein Foul riskieren. Aber der Sheikh Kondé hat 45 Tacklings in dieser Hinrunde gesetzt. Das sind so viel wie noch nie. Er hat auch einen der höchsten Schnitte, wenn es um Tacklings geht. Und... obendrauf ausgestattet und dort hat der FCZ wirklich gut gewirtschaftet mit einem 5-Jahres-Vertrag. Bis 27 gilt der noch. Also wirklich, wirklich stark. Nein, kommen wir zum nächsten von meinen Top 3. Es sind eigentlich wild durcheinander. Also es hat jetzt keine irgendwie Top 3, 2, 1 oder so Rangierung. Aber ihr gehört auch zu einem Top 3. Ist Servette. Nicht Chrisbedia. Auch nicht Stefanovic. Auch nicht. Wer haben wir denn noch? Wenn du in den letzten Folgen aufmerksam zugelassen hast, kannst du dir eigentlich... Sturm! Ich muss sagen, jetzt schnell das Kater... Ja, come on jetzt! Das Kater... Enzo Crivelli! Nein! Come on! Kommt über draussen! Meistens links! Kongenialer Sturmpartner von Chrisbedia! Meistens aber am Auflegen. Nein, eben nicht der Guillemot. Come on! Soll ich jetzt sagen? Doppelbürger. Ah, der hat gut. Ja, das ist jetzt aber natürlich. Lang gegangen. Ja, logisch. Stimmt, der ist ja immer wieder... Der hat ein bisschen den Zecke am Duni abgelöst bei dir. Stimmt, jetzt ist fast jeder Fall der Derek Coutesa. Ich hätte es müssen. Derek Coutesa. Ich finde, er schreibt nicht wahnsinnig Zahlen, also im Sinne von Goal, also Scorer-Punkt. Hat bis jetzt, aber er hat 18 Spiele einfach durchgespielt, also nicht durchgespielt, aber 18 Spiele gespielt, so oder weniger, mehr oder weniger. 2 Goal, 3 Vorlagen geliefert. Mit dem Chrisbedia versteht er sich hervorragend. Eine von der gefährlichsten Sturmzangen in der Super League, die er bildet. Und ich finde vor allem, ich finde es schön, Derek Coutesa, wie gesagt, hat sämtliche U-Stationen in der Schweizer Nationalmannschaft durchgespielt. Hat für die A-Nationalmannschaft nie berücksichtigt worden, aber eben wegen Angola, wegen der Herkunft von seinen Eltern, könnte er jetzt auch mit 26 mittlerweile noch für Angola auflaufen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, der angolanische Nationalmannschaftstrainer für den Afrika-Cup kommt plötzlich das Telefon noch. Kommt das Aufgebot noch? Das wäre geil, das möchte ich mir richtig gönnen. Eben wirklich gute erste Saisonhälfte gespielt und vor allem, ich freue mich für ihn, endlich ist er in dieser Liga angekommen. Er hat so viel schon probiert. Eben, ist ja ein Servette Eigengewächs eigentlich gesehen. Er hat Wechsel gehabt, ist zum FCB, dann wieder zurück hin und her ausgelehnt worden beim FCL. Einer ist noch gesehen. Dann noch bei St. Gallen hat er sich probiert durchzusetzen. Von St. Gallen ist dann jetzt mal wirklich gut ausgesehen. Dann ist er zu Stade Rennes transferiert worden. Dann ist er noch irgendwie in Belgien gelandet. Also wirklich
Irrungen und Wirrungen in der Karriere von Derek Kutesa. Und jetzt scheint es so, dass er endlich Fuß fassen kann. Darum ist er bei mir in der Top 3 drin. Und ebenfalls noch FCSG. Einer, der ein bisschen, wie soll ich sagen, politisch heiklen Namen hat. Sehr ähnlich. Nein, also... Nicht der Käubels. Nein. FCSG... Der Mann auch überraschen dort, denke ich. Ja, jetzt eben der Käubels, oder Köbels, bist du Köbels. Köbels, aber nicht der Görtler wäre ein bisschen. Nein, das wäre zu offensichtlich. Im Goal auch nicht der Zeit. Nein, auch nicht. Feldspieler. Comeback, Fabian Schubert. Nein, Mittelfeld. Also ja. Fasli. Nein. Nicht, wer haben wir denn noch? Soll ich sagen, Christian Witzig. Richtig. Christian Witzig. Auch er als ja, noch Jungspund, 22. Stimmt, ist ein Youngster. Ja, geht in der letzten Runde, ja, ist er auf Trumpf. Und mit Scorer-Qualität, er hat wirklich Zug nach vorne und hat eben, wie gesagt, kannst du also polyvalent im Mittelfeld, über links aussen mit zentral oder dann noch Sechser laufen. Da kommt wirklich richtig viel Dampf. Und hat vor allem ein wahnsinnig gutes Auge. Der hat so, weißt du, bei den sogenannten Schlüsselpässe, hat er im Fall, also Schlüsselpässe, muss ich es noch erläutern, die entscheidenden Pässe oder so, die Schnittstelle rein, so quasi. Es gibt keinen anderen, der so eine hohe Quote hat pro Spiel, 2,5. Gibt es da Statistik? Ja, natürlich. Und jetzt haben null nachgeschaut. Da bist du natürlich auch mit Hilfe von Statistiken jetzt rein subjektiv. Jetzt das Trio bei mir gewesen. So. Aber logisch, du hast das natürlich noch untermauert mit Zahlen. Und ich finde das eben schon noch interessant, was da. Also, ich freue mich auf die Rückrunde. Aber bevor wir jetzt in die Rückrunde gehen, gibt es noch einmal die Abwatschung von uns zu nennen. Hurti schnell, Ausgangslage. Oder um was geht? Um was geht es eigentlich? Finde ich gut. Um was geht es? Also, die Super League, wir haben ja in der Sommerpause letztes Mal, oder wo die Super League angefangen hat, die neue Saison, haben wir eigentlich wie unsere Mike Shiva sponsored Kristallkugel vorgenommen und gesagt, wie das die Super League 23-24 saisonmässig könnte ausgehen. Und jetzt muss man sagen, okay, fairheitshalber, es ist auf eine Halbzeit, aber wir ziehen mal eine Halbzeitbilanz. Oder? So ja, absolut richtig. Dass wir jetzt alle genau wissen, wie sieht es jetzt aus. Also momentan der Zwischenstand in der Super League. Jetzt auf die Winterpause suchen. IB klar erst, St. Gallen zweit, FCZ dritt, dann kommt Servet, Lugano, Luzern. Und das ist ja dann eigentlich so die Meisterschaftsrunde in der Relegationsrunde. Weil ja dann erteilt wird. Winti, GC, Yverdon, Lausanne Sport, FCB und Stade Lausanne. Ich mache den Witz nicht. Slow. Nein. Uschi. Der M vor Uschi. Hallo, Nicker. So, und jetzt, eben, wir haben es vorausgesagt und Luzi, du hast Buchhaltung gemacht diesbezüglich. Genau, Röschu, deine Tabellen, ich mal die beiden Tabellen ablesen. Röschu, IB erst, FCB zweit, Luzern dritt, Lugano viert, St. Gallen fünft, Servet sechst, siebert Lausanne, acht Winti, neunt FCZ, zehnt GC, elft Iverdon, zwölft Stade Lausanne. Ich habe jetzt beim Differenzler. Erst zuletzt habe ich recht gehabt. Genau, also bei IB gibt es Differenz 0. Erster angesagt, erster gemacht, Differenz 0. Zweiter FCB, zweiter angesagt, elfter gemacht, Differenz 9. Luzern, dritter angesagt, sechster gemacht, Differenz 3. Lugano, vierter angesagt, fünfter gemacht, Differenz 1. FC St. Gallen, fünfter angesagt, zweiter gemacht, gibt Differenz 3. Servet, sechster angesagt, vierter gemacht, gibt Differenz 2. Lausanne, siebter angesagt, zehnter gemacht, ja. Genau, ja. Differenz 3. Winti, achter angesagt, siebter gemacht, nicht schlecht, Differenz 1. FCZ, 9. angesagt, dritter gemacht, Differenz 6. GC, 10. angesagt, 8. Differenz 2. Yverdon, 11. angesagt, 9. Differenz 2. Oslo, Punktlandung, 12. angesagt, 12. gemacht, Differenz 0. Gibt eine Gesamtdifferenz von 32. Wow. Bei mir, 1. IB und 2. FCB, genau gleich, wie beim Bröschel. Und jetzt,
dritten Lugano. Du spülen. Jetzt habe ich geräuspert. Aha, okay. Nein, ja, dritte Lugano, vierte FCZ, der nur Differenz 1, 5 Servet, auch nur Differenz 1, 6 Winti, auch nur Differenz 1, 7 Luzern, auch nur Differenz 1, 8 St. Gallen, der Differenz 6, wenn ich den nicht hätte, 9 Lausanne Sport, Differenz 1, 10 Iverdon, Differenz 1, 11 GC, Differenz 3 und 12 Stade Lausanne gibt 26 Differenz. Also in Halbzeit Bravo. Führe ich ein bisschen, aber eben, das kann auch extrem durcheinander gewirbelt werden. Haltest aber jetzt die Auflistung, oder? Was ja, die tue ich da. Warte, ich muss sie abfotografieren. Mit Siegel. Und dann nehmen wir die im Mai wieder vor. Genau, beim FCB, das ist gäbig. Ich denke schon, der FCB wird noch früher kommen, aber da haben wir ja beide Rang 2. Also, die kann noch der FCZ retten, der abstürzt. Mhm. Und mir kann noch, du bist, ja, Winti haben wir quasi gleich rangiert. Was haben wir, ja, St. Gallen haben wir recht einen Unterschied. Du, 5, ich, 8. Ja, wobei dort, wenn sie abstürzen, haben wir beide, eigentlich, das macht keinen grossen Unterschied, wir sind beide schlechter als sie sind. Mhm. Warte, was ist denn noch die Chance? Wo haben wir noch recht unterschiedlich? Lugano haben wir ähnlich. Eben FCZ, das kann dich noch extrem retten. Mhm. Lugano haben wir praktisch gleich. St. Gallen, ja, St. Gallen eben, haben wir beide weniger gut. Von dem her kannst du dort nicht aufholen. Servet haben wir auch praktisch gleich. Lausanne, Winti, 6 zu 8 sind wir auch sehr ähnlich. Gerade der FCZ kann den noch retten. Ja. Gespannt auf die Rückrunde. Wirklich gespannt. Also, der vor allem jetzt mit der, also beim FCZ jetzt auch mit dieser ganzen Bo Henriksen-Diskussion, aber dann auch eben mit den, ich sag jetzt mal, bei den Abgesandten für den Afrika-Cup. Das wird auch noch einmal vielleicht durcheinander wirbeln. Wird wahrscheinlich, glaube ich, die ersten zwei Runden in der Super League dann tangieren. Ja. Noch schnell zum Zurückschauen, das habe ich auch noch gemerkt. Was ist so für dich, jetzt, so aus der Kalten raus, was ist für dich so die grösste Enttäuschung? Also jetzt im ersten halben Jahr, allgemein Sport oder in der Super League? Nein, Super League. Ja, schon der FCB, klar, jetzt hat man sich ein bisschen gefangen, aber wenn man sagt, nach 18 Spielen, der FCB zweitletzt, muss man schon sagen, klar, jetzt unter dem Celestini geht es hopsi. Aber klare Enttäuschung. Basel, Lausanne hat man auch mehr erwartet mit den Geldgebern, die sie im Hintergrund haben. Mm. Ich wäre da insofern enttäuschend, weil mit dem Margot Schellibaum wären sie über dem Strich. Also die sind wirklich, müssen irgendwie besoffen sein, da. Die amerikanischen Investoren. Regen wir jetzt noch auf. Ja, aber eine Mannschaft, die verpickt ist. Also ja, ich wäre da eigentlich sportlich. Also 18 Spiele, 21 Spiele ist okay. Aber wenn man die Jellybone-Bilanz jetzt aufrechnet, dann wären sie über dem Strich, muss man klar sagen. Das ist schon wahnsinnig, gell? Das ist schon krass. Ja, ja und positiv Winti. Ja, Winti auf Rang schnuppert an Rang 6. Ja. Bei dir? Ich fange auch mal ausnahmsweise mit dem Negativen an. Also meine Enttäuschung von der ersten oder von dieser Herrunde. Stade Lausanne Uschi. Ja, aber das ist ja zu erwarten, das ist ja keine Überraschung. Ja, aber come on. Weißt, die haben immerhin 3-0 zu Basel gewonnen. Also das Watch damit, das ist ein Quartierverein. Nein, ich sage nicht vom Sportlichen. Schau, sie reden nicht vom Sportlichen. Ich habe nicht gedacht, dass die 11 Punkte holen. Halt, stopp jetzt mal. Oder es sind 10'000 Zuschauer. Ich kann man auch nicht erwarten. Nein, aber die das ist ja genau Jahren das. Die haben vor zwei Jahren noch gegen FC Breiter gespielt. Das ist ein Quartierclub. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig. Das ist jetzt der Punkt. Jetzt muss ich heute schnell wieder ein bisschen weihnachtliche. So. Nein, schon wieder. Dass ich mich abregen. Wenn ich mich, heute ist ja mit dem Weihnachtszauberstab im Zeug umfuchten. Ah, ich bin beruhigt. Danke. Nein, es geht um Stade Lausanne Uschi und zwar nicht unbedingt um die sportliche Leistung. Dort hat man zwischen ihnen gleich ein Ausrufezeichen können setzen. Okay, dass es sportliche, der auch eine Kauergeschichte wird, das hätte man können erwarten. Aber ich bin einfach enttäuscht von dem Zuschauerschnitt. Ja, aber das hast du auch nicht können erwarten. Wenn breit der Rhein würde aufsteigen in die Super League, hätte die auch nicht 6'000 Zuschauer im Schnitt. Das war schon immer so gewesen. Aber das ist ein Quartierclub. Ja. Da kannst du nicht, vor allem weil man auch Lausanne nebendran hat. Das ist ja, die haben gar keine richtige Fanbasis können aufbauen und werden das gar nie können. Also ich finde das jetzt nicht überraschend. Ja, das, also pff.
Also klar, beim Eröffnungsspiel, erst ein Superleague-Spiel, 1700 Nasen. Eben, das ist genau das der Putsch gegen Lugano, gewesen, ja. Das Heimspiel, oder? Du hast dein erstes Spiel in der fucking Superleague. In deiner Vereinsgeschichte und du bringst nicht mehr. Ja, aber wenn du das 250er Olympiastadion hast. Wenn du einen 250er Schnitt hast, dann ist das immerhin mal 7. Also von dem her. Ja, aber du kannst mir. Aber das kannst doch. Es geht für mich einfach nicht auf. Es geht für mich nicht auf. So, jetzt bin ich noch heute schnell Zahlen am Führen suchen. Und zwar habe ich heute gesehen, das hat Philipp Guckisberg von der SFL gepostet. LinkedIn! Ja, er hat noch irgendetwas, eine Medienmitteilung verschickt. Zu den Schiedsrichter, glaube ich, zu den VAR-Interventionen. Ja, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Zahlen. Aber eben das, was mir am meisten geblieben ist, ist halt schon die Zuschauerzahl. Weil es hat einen sogenannten Spectators Record in der SFL gegeben. Also das heisst, noch nie sind so viele Zuschauer in der Swiss Football League oder respektive in der Super League eben gemessen worden wie jetzt in deren ersten, was ist das? Also in dieser Saison 24. Ja, stell dir vor, ohne Start los an, wenn du jetzt irgendwie Xamax oder Aro aufnehmen. Oder Sion. Ja, aber du hast natürlich, also nur zu sagen, wir reden jetzt in dieser Saison von... Ja, aber weißt du, jetzt habe ich auch ein fieses Blackout, weil sie reden schon von absoluten Zahlen, Saison 23-24 von 1,2 Millionen. Aber hast du ja noch gar nicht 24 gespielt. Jetzt der Vergleich nicht so zur letzten Saison. Das ist 1,18 Millionen. Also aber St. Gallen, der natürlich noch nicht ausgebaut, jetzt gibt 20, du das erste Mal überhaupt in der Clubgeschichte, hat die 20.000er-Marke geknackt übrigens, der FCSG gegen FCZ, und zwar auch der Gästensektor jetzt nur noch Stehplätze hat, keine Sitzplätze mehr. Ja, FCSG natürlich mit dieser Heimstärke immer knapp 20.000 jetzt durchschnittlich, das schnell natürlich schon der Schnitt gegenüber und tut dann die 1500 oder auch weniger, was da los an als Schnitt, was heisst sie für einen Schnitt? Ja, aha, der Schnitt weiss jetzt nicht auswendig. Natürlich aber, ja. Ausgleichen. Also, nur zum Sagen, genau, das sind Zahlen, die sie rauskommen von der SFL, Swiss Football League, heute, die immer ausgerechnet haben, die Hinrunden von den einzelnen Saisons. Und in der letztjährigen Hinrunde, so ist es, sind es 1,18 Millionen gewesen, und jetzt sind es eben 1,192 Millionen Zuschauer. Das ist, es also gibt mehr, 120'000 mehr. Plus minus, oder? So also durchgepellt. Aber, und das sieht man, pro Game, also pro Spiel, sind es 11.248. Und das ist genau der Punkt. Ich meine, wir haben die Liga aufgestockt. Wir sind jetzt 12 Teams in dieser Liga. Ah, logisch, das habe ich natürlich gar nicht berücksichtigt. Dem hat es de facto im Schnitt aber auch. Und der Schnitt nicht ist tiefer. Nein, der Schnitt ist massiv tiefer. Fast 2000 tiefer. Also im Schnitt haben wir pro Spiel 11.248 in dieser Hinrunde, Zuschauer. Im Vergleich, das vordere Jahr sind es 13.000. 1120 gesehen. Ja, man ersetzt das Lot durch Sio, dann hast du es. Dann hast du die Differenz. Das ist, ja, aber nicht nur das Stade Lausanne. Auch Lausanne selber, also Lausanne Sport, hat einen relativ tiefen Zuschauerschnitt. Auch Yverdon bringt halt einfach nicht mehr her. Das ist aber auch noch im Stadion selber eigentlich geschuldet. Ja, plus die ersten beiden Matches mussten sie vor Lehrerrängen müssen spielen in Neuenburg. Aber schon nur die Zahlen, wenn du jetzt anschaust, eben in dieser Hinrunde 1,192 Millionen. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblätterst in der Geschichte, gehen wir 20 Jahre zurück. Ja, von der Finalrunde. 850'000 gewesen. Ja, von dem her schon eine Steigerung. So 300'000 mehr, oder? Ja, aber oder 30 Jahre, was noch Giasso und Bühl und ja, so weit zurück solche Mannschaften hatten in der Denonatia. Darum, ja, ab und zu kleine Mannschaften mal so vertragen. Eben Mitte 90er oder Anfang 90er war es Giasso, Bühl, Kriens, war sogar zwei Saisons da oben. Ja, aber das ist jetzt... Aber, ja, Weil wir haben ja auch noch keine X so Mannschaften gehabt. Wenn wir jetzt nicht die Stadtgrösse anschauen, aber einfach die Vereins, respektive mit Infrastruktur und so weiter und so fort, ist Vinti immer noch einfach auch ein kleiner Verein. Genau, das in der kommt Superliga. Aber immer ausverkauft. Immer ausverkauft, Bratsch voll, oder? Du musst wirklich schauen, wie du noch irgendwie zu einem Billion kommst, wenn du nicht eine Saison Abi hast auf der Schütze. Darum, so stelle ich mir das vor. Aber warum kann man nicht, auch wenn es nur ein Bruchteil davon ist, weißt du,
Sag genau. Ja, aber Vinti ist halt seit Jahren Kult. Das ist halt so Nazi-B-Zeit, da sind 3.000, 4.000, 5.000 gehabt. Aber und du hast doch... Lausanne, die waren sogar vor ein paar Jahren noch in der Zweitliga gewesen. Ja. Also das kannst du ja nicht erwarten. Aber du hast ja gleich... Dass die so eine Fanbasis aufbauen, vor allem, weil es eben noch Konkurrenz gibt. Das gibt es in Vinti in der Stadt selber nie. Jetzt ist also, zweite Weg. Der FC ist auch zweite Weg. Da, also, red mal mit Vinti-Fans. Ja, natürlich. Und der FC nicht in die Tüte. Aber für die Handvoll Stade Lausanne-Uschi-Fans kommt auch Lausanne-Sport nicht in die Tüte. Eben und umgekehrt. Aber gleich, da gibt's nur, also, ist die gleiche Stadt, die zwei Vereine hat, und Zürich und Winterthur ist gleich noch eine gewisse Entfernung. Plus Vinti ist eine der grössten Schweizer Städte. Kommt auch noch dazu. Ja, aber Lausanne noch. Ja, aber Lausanne hat halt natürlich noch Eishockey-Konkurrenz. Stimmt, aber Lausanne-Sport... Ja, Zürich mit dem ZSC, mit Kloten. Was hat Lausanne-Sport für einen Schnitt? Das ist natürlich schon, das ist ein bisschen enttäuschend, ja, mit dem Neuen, das muss ich sagen. Slow nicht, du kannst nicht aus einem Quartierverein eine riesen Fanbasis aufbauen, aber was ich dir muss recht geben, ist Lausanne, Spoh, denke ich nicht mehr als 5.000-6.000. Das ist dann schon eher enttäuschend. Hast du da die aktuelle Zahl? Und sportlich läuft es natürlich nicht. Also, Lausanne hat einen Schnitt. Ist das wirklich möglich? Ja. Von 2,6? Das kann fast nicht sein, Lausanne-Sport. Nein, die ist schon. Lausanne-Sport? Jetzt von Uschi geredet. Nein, Uschi haben wir erwartet. Nein, ich rede von Lausanne-Sport. Im Stade de la Tuyère sind knapp 6.000, 5.000. Ja, das ist schon eher enttäuschend. Und dann auch in einem Stade Municipal, eben bei Yverdon-Sport, sind es 3.000. Ja, die haben ja zu. Oder auch, dass Lugano einfach nicht mehr Herren überkommt. Das ist halt ein Eishockey-Stadt. Ja, ein Eishockey-Stadt. Aber Lugano hat in der Dunge so ein grosses Einzugsgebiet. Ich weiss, wir haben schon mehr als genug darüber diskutiert. Dass es viel dort einfach in der Regionalität halt dann auch in den kleineren Vereinen angesiedelt ist, eben auch mit Giasso, mit Locarno und so weiter und so fort, dass es dort die Gräben gibt. Aber du hast so lieber auf Mailand. Das ist Serie A, ist im Tessin viel wichtiger. Die Superliga ist für sie Peanuts, für viele Tessiner und darum nicht die Fanbasis. Die Serie A ist für einen Tessiner, hat viel, viel einen höheren Stellenwert als für uns Deutschschweizer in der Bundesliga. Das ist meine Erklärung, dass die Tessiner für nationalen Fußball nicht so zu packen sind wie in Deutschschweiz, wie das FCSG, wie FCL, IB, FCZ etc. Wie kann das sein, wenn du einen erfolgreichen Verein hast? Normalerweise mit Erfolg in der heimischen Liga kommt auch der Boost, der Zuschauerboost. Ja, also die Gegner sind halt immer noch Winterthur und Iverdon und Lausanne und nicht irgendwie eben Juve, Napoli etc., Fiorentina. Ja, aber dann musst du ja sagen, aber mit dieser Analogie müsstest du ja sagen, dass der FCB, also respektive dem FCB auch genannte Fans können, jetzt vor allem in dieser Seuchensaison, nicht zuletzt, also in den letzten paar Jahren eigentlich, der Zuschauerschwund noch viel grösser hätte sollen sein und alle auf Freiburg rausgehen. Aber der FCB ist halt seit Jahrzehnten eine Traditionsmannschaft. Aber Fans. Lugano auch! Aber für einen Tessiner ist die Super League einfach drittklassig. Ist der Gotthard das Problem? Gang du mal an einem Sonntag um 2:30 irgendwie ins Tessin, dort schauen viele Serie A. Das ist fast, ein bisschen Italien. Ja, ja. Die sind alle Serie A-Fan. Aber ich weiß es nicht. Die haben noch nie, aber, die haben schon in den 90er Jahren nicht mehr Zuschauer gehabt. Ja, aber das verstehe ich aber einfach nicht. Es liegt an der Schweizer Liga. Nachher sind noch 11 Matches gegen den Walliser, gegen Güsserschweizer, nicht gegen Tessiner, weil jetzt vielleicht ein Bellinzona noch dabei wäre. Aber es sind ja alles Deutschschweizer und Roma-Vereine. Der geht zusätzlich noch dazu. Es gibt keine Derbys.
Liga für das sind nicht zu wenig attraktiv, dann tut man lieber Serie anschauen. Ich sage es jetzt so. Für mich sind die Probleme, King. Zuschauerschnitt, also jetzt zwar mit Stade Lausanne-Uschi angefangen gehabt und gesagt, ja, das enttäuscht mich wirklich. Aber ich habe das Gefühl, der Zuschauerschnitt, der müsste von zwei anderen Playern aufgeholt werden, die nämlich eben vorne mit dem Beispiel auf der einen Seite aber Lugano jetzt sogar gesehen, auf der anderen Seite einfach Genf! Servet, habe ich gerne gesagt, was haben wir für mit dem Riesenstadion? 6-9. Das ist auch, ja, das ist wirklich enttäuschend. 6.900 Nase in einem 30.000er Stadion. In einem Nationalstadion. Ja, da bist du halt in einer Stunde zu Lyon. Das geht ja, aber ein bisschen ähnlich. Nein, also das verstehe ich jetzt nicht. Okay, jetzt ja gut, dass man zweimal auf Lyon geht, schauen, ja. weil PSG und vielleicht noch OM oder Rennes oder egal, ja. Kommt, okay. Aber im Vergleich hast du in der Serie A massiv viel mehr massiv viel mehr geilere Matchen. Ja, als in der Liga. Frankreich, ja. Und dort ist vielleicht Nächte weniger extrem. Plus, du hast die Rhône-Derby. Der Servet, absolut. Du hast die Rhône-Derby, oder? Gegen Lausanne. Ja, also das ist für mich unvorstellbar. Und dort, ich hoffe viel, jetzt auch mit den US-Investoren, dass in Lugano zumindest das geile Stadion herkommt. Vielleicht muss der Luganese-Fan einfach auch gewissen Komfort haben. Es macht momentan einfach auch im Cornaredo keinen Spass, bei dieser Schuttgrube dort Matchen zu schauen. Und ja, das Genf weiß ich auch nicht, das muss besser passieren. Sorry, die haben so ein attraktives Team momentan. Geht, was vor allem der Sturm angeht. Man hat europäisch gespielt. Oder man spielt europäisch immer noch. Haben wir übrigens gar nicht erst darüber geredet. Stimmt, und dort Lugano, klar, sie spielen zu Zürich, aber ja, dort sind ja die Zuschauerzahlen noch viel, viel, viel dramatischer. Ja, dreistellig zum Teil. Ja, es ist wirklich... Ja, Servet Lugano, eben Servet, schon eine Enttäuschung. Lugano bin ich nicht überrascht, aber gleich beide schon sehr enttäuschend. Komm, wir machen da mal den Schlusspunkt bei der Super League zu suchen. Wie ich es vorhin noch schnell gesagt habe, also, international, wie es jetzt weitergeht in der Europa League, der im Frühling, spät, Winter, wie man auch immer will sagen, der BSC IB. Sporting Lissabon. Das schwierigste Los. Wenn man da hat, ja, was haben wir noch gehabt? Toulouse mit dem Messonciero, mit dem Fabourier, wäre auch noch möglich gewesen als Rennen. Aufs Gegner mit Rennen, genau. Freiburg hätte ich natürlich am liebsten gehabt, dass ich endlich meinen Traum erfüllen konnte mit dem Christian Streich ein Interview. Aber den müssen wir auch mal einfach bei Freiburg akkreditieren. Das machen wir. Das wäre auch noch so ein Reisli wert. Genau, Servet, wo Ludo Goretz Rasgrad aus Bulgarien hat. Ey, die sind 19 Mal hintereinander bulgarische Meister geworden. Schauen wir mal, ob der Papagei wie der Ludo Goretz Rasgrad sagt. Ludo Goretz Rasgrad. Er kann sogar Bulgarisch, schau jetzt. Auf jeden Fall noch heute schnell einfach dass wir den Zeitstrang entlang richtig gehen. Oder so. Sporting Lissabon, eben momentan Tabellenleader in Portugal vor Benfica, vor Porto und Braga. Was Sporting ist, haben sie das Nachtragsspiel gewonnen? Sie sind jetzt Leader. Dann, ja. Als ich gestern oder vorgestern geschaut, sind sie noch nach Verlustpunkt zwar erst gewesen. Aber ich glaube, noch ein Spiel weniger. Also, gegen Porto ja jetzt gerade am Montagabend gewonnen. Ah, voilà. Und tatsächlich, ja. Also, das wird brutal schwierig. Ja, es ist wirklich ein Hammer los. Zuerst 15. Februar daheim, eine Woche später der in Transferta, wie der Tessiner oder der Italiener würde sagen. Ah, auswärts. Wie kommst jetzt du mit Italienisch bei einem Portugiesisch? In Transfer. Das ist so schön finden. In Transfer. Ah, okay, gut. Aber kannst du auch auf Bulgarisch? Nein, das kann ich nicht. Drücken wir natürlich Servet Tetüme gegen Ludo Goretz Rasgrad in der Conference League. Dort ist sicher etwas drin, wie man Rasgrad schlägt. Der FCB hat das auch schon geschafft. Genau, kommt nicht nur. Sie hat diese Gefühl zwei, drei Mal schon gegen sie gespielt. Ja, aber auch gegen Sofia war das ein oder andere Duell. Ludo Goretz Rasgrad eben sicher eher noch machbar. Aber eben, wie gesagt, stimmt das jetzt wirklich? Aber in der Meisterschaft sind sie glaube nicht einmal Leader, oder? Zu Bulgarien. Das sind sie momentan zweit. Aber verlustpunktmässig gleich auf. Mit Tschernomore.
Chernomore. ZSK Sofia auch noch punktgleich, aber eben die haben das Spiel mehr. Aber eben nicht irgendwie souverän. Also ja, von dem her traue ich Servette doch einiges zu. Aber ich habe jetzt das vorher richtig gesagt. Sind die jetzt wirklich 19 Mal hintereinander Meister geworden? Hey, langweilig. Warte jetzt. 19 Mal hintereinander, das warte jetzt. Das kann ich mir also nicht. Also es ist irgendwie eine ganz eine wahnsinnige Nummer. So, das ist bulgarische Meister. Alle bulgarischen Meister. 12 Titel, 12, Entschuldigung, 12. Aber das wäre gerade ein bisschen viel 12 gewesen. Titel in Folge, diesbezüglich längste laufende Serie in Europa. Hallo, geht's. Ja. Stimmt, seit 20. Ah, nur 12 Mal, ja gut. Okay. Seit 11, 12 immer. Litex Lovec war vorher noch gewesen. Levski Sofia, ZSK Sofia. Genau. Ja, wenn es ja nur 12 Mal ist. Ja. Und 1991 der FC Etar Veliko Tarnovo. Ich muss zugeben, noch nie gehört. Nicht. Ja, Luzi, du, machen wir mal den Deckel drauf. Ich würde sagen. Hey, das war's, Jahr 2023. Schnell für dich gegangen. Hey, an dieser Stelle auch mal merci viel, viel mal all denen, die bis jetzt zugelassen haben. Sind wir gleich schon fast anderthalb Stunden dran. Merci tausend dir, wenn du uns unter diesem Jahr gepusht hast. Die Hörerzahlen, die sind aufgegangen. Es macht Freude. Es ist dann auch einfach geil. Also mir freut es ganz persönlich. Da kann ich mal mein Herz auftun. Es ist unser Baby, Luzi. Ja, du hast es vor allem schön geschöppelt. Schön geschöppelt. Schön bildliche Sprache. Ja, aber wir müssen vielleicht im Hintergrund, der Röschel ist so unglaublich lieb, da kommt mir fast das Augenwasser. Das ganze Technische, das Aufladen, das gibt ja auch noch wahnsinnig viel. Das tut so 99% macht er das immer ohne Murren. Ich bin technisch, ich wüsste schon wieder nicht mehr, wie es geht. Ich habe da noch eine Liste irgendwie in meinem Puffin, müsste ich führen, grübeln, ob ich sie das könnte, wäre Mitternacht, bis das draufgeladen hat. Darum bin ich dir schon sehr, sehr dankbar, aber auch schon, dass du das treu und ohne zu murren einfach machst. Warte, wir sind fast ein bisschen rührselig. Ja. Hä? Ja, nein. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist immer noch grossen Aufwand. Das ist mir nie recht. Das ist gut, also 2024 machst du es. Ja, aber dann kommt der Folge ab erst. Am 3 ist sie dann. Am Freitag am 3 aufgeladen. Und die Hälfte Mal wäre es falsch angeschrieben. Ich bin einfach eine technische Banause. Nein, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen unser Baby und ja, wir machen das so. Also wir haben ja sonst auch kein Team diesbezüglich, wo uns da noch unterstützt. Stimmt. Ich finde es aber auch geil, weißt du, so ein bisschen unter der Woche, nebst dem Arbeiten, halt so ein bisschen in die Sportwelt einfach können abzutauchen und so ein bisschen, ja, eben nicht mit der offenen Scheuklappe, sage ich aber. Ja, wir haben keine Tabus, wir können ja alles bereden, man kann ein bisschen abschweifen und das Fakt. Ich glaube, ich werde noch für das 24 werden wir noch ein paar neue Züge suchen tun, für dich noch ein bisschen mehr wieder zurückzuziehen, wenn wir auf ein Thema... Wenn wir abschweifen. Ja, aber das ist ja, finde ich, auch natürlich, wenn wir miteinander reden, schweifen wir ja auch manchmal, dann tun wir auch nicht nach Skript arbeiten. Das kannst du sonst in einem Beitrag machen, dann ist es wichtig. Aber in einem Podcast, ja, soll es halt ein bisschen unberechenbar sein, ab und zu ein Kürfeli, das man nicht erwartet, kann man nehmen. Ich hoffe, für unsere Hörerinnen und Hörer verzeihen das. So. Das grosse Dank eben an dich da draußen, dass du da zulässt. Und ja, das ist so ein bisschen mit. Aber das überhaupt. Die da draußen sind eigentlich alle der Grund, für das wir das überhaupt können ja, machen können. So, und wir haben ja extrem Freude an Feedbacks. Und wenn die Leute Freude haben. Und sorry, jetzt sind wir halt bei anderthalb Stunden fast. Aber ja, der Johannes von Mandach haben wir immerhin mal nicht erwähnt in dieser Folge. Das ist doch danke. Also warte, ich muss jetzt ein Kreuzchen machen. Johannes von Mandach, Marco Schellibaum, Christian Streich. Alle drei sind wieder vorgekommen in dieser Folge. Stimmt. Patti Schneider hat es auch noch einmal geschafft. Oder Rainer Harnecker auch. Wow. Ja, es gibt so Evergreens. Eigentlich müssen wir die 5. Das Quintett alle mal einladen. Was wär's? beim Schellibaum wäre es am realistischsten. Dann könnte man anrufen, dann kommen sofort. Also, das können wir uns dann auf das nächste Jahr vornehmen.
Ja, komm, einfach nur mit diesen Rührseligkeiten jetzt. Es ist, eben, ja, nein, merci dir, Röschel, für alles und allen denen da draussen, die zuhören. Machen wir jetzt eigentlich noch die Flasche mit dem harten Stoff drinnen auf? Haben wir so eine? Irgendwo finden wir sicher noch eine. Ja, ich würde sagen. Oder irgendwo so in einem Schäftchen. Nein. Genau, wenn man schon zu Kitzbühel nicht darf. Merci viel mal für die Aufmerksamkeit und wir müssen uns noch Folgen dort überlegen. Uff, da habe ich wieder nichts aufgeschrieben. Nur da die Tabellen. Ja, wir hören uns auf AFM 24 wieder. Ab wann sind wir am Start, Lucius? Haben wir gesehen, 2 Wochen machen wir jetzt heute schnell Weihnachtspause. Ja, genau so. Was ist es? 10, 11, 12, dort rum. Das ist nach Adelboden, oder? Nach Adelboden, genau. Der erste Mittwoch, respektive Donnerstag. Mittwoch, sagt man Mittwoch Mitternacht? Ist aber, es ist Mittwoch Mitternacht auf den Donnerstag, wo wir eben genau, aber sagt man dann Donnerstag Mitternacht oder Mittwoch Mitternacht? Wie würde man sagen? Ich würde Mittwoch Mitternacht. Aber es ist ja schon Donnerstag. Das ist eine philosophische Frage. Ja. Schon fast. Je nachdem, wo dann ist ja der Datumswechsel. Auf jeden Fall immer Mitternacht, Mittwoch auf Donnerstag nach Adelboden, so sagen wir es doch. Voilà. Also, komm. Bist du auch zu Adelboden eigentlich? Ja, dort darf man ja noch trinken, oder? Ja. Dann komme ich. Voilà, sehr schön. Ich darf nicht. Happy 2023, auch eine ganz schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Also Happy 2024 natürlich auch noch. Guten Start ins 24. Genau. Oder? Du hast gesagt Happy 2023, aber 24 natürlich auch. Deckel drauf und Flaschen auf. Salut, salut, salut. Salut, salut, salut. Ersatzbankgeflüster. Bis nächste Woche.